Afrika beherbergt 9 globale Biodiversitäts-Hotspots und ist Heimat für über 60.000 verschiedene Pflanzen sowie unzählige Tiere und Mikroorganismen. Das Entwicklungsministerium ist weltweit der größte Anbieter von Biodiversitätsfinanzierung, speziell für Entwicklungsländer mit großer Artenvielfalt. Grund ist unsere Selbstverpflichtung von 2008 und wir haben zugesagt, unser Budget weiter zu erhöhen. Unsere letzten Zahlen bewegten sich bei etwa 1 Milliarde Euro und ich denke, das ist auch notwendig, um unsere Partner in den Entwicklungsländern dabei zu unterstützen, ihre biologische Vielfalt zu erhalten. Das wirtschaftliche Potenzial für Produkte auf Basis der biologischen Vielfalt Afrikas ist bislang noch weitgehend ungenutzt. Südafrika ist ein Land mit hoher Artenvielfalt. Daher ist die Nutzung unserer natürlichen Ressourcen sehr wichtig. Unser politisches Engagement steht im Einklang mit der Konvention über biologische Vielfalt, die garantiert, dass wir unsere natürlichen Ressourcen zwar schützen, aber auch nachhaltig nutzen und sicherstellen, dass Zugang und Erträge geteilt werden. Der Marula-Baum, in vielen Ländern im Süden Afrikas heimisch, ist ein gutes Beispiel für das Potenzial von Produkten, die auf biologischer Vielfalt basieren. Hier in der Eodafane Women's Cooperative im Norden Namibias wird Marula noch traditionell geerntet. Die Früchte werden gegessen und zu Saft verarbeitet. Aus den Kernen wird wertvolles Öl gepresst. Als wir Kinder waren, erzählten uns unsere Eltern immer, wie wertvoll Marula ist. Sie sagten, wenn du die Kerne auspresst, dann kannst du Öl daraus machen und damit Geld verdienen. Aber denk daran, auch immer Marula im Haus zu haben, um es zum Beispiel als Beilage mit Hühnchen zu essen. Das Nagoya-Protokoll sieht bestimmte Regeln zur Teilung der Erträge aus biologischen Ressourcen vor. Deshalb ist die Umsetzung des Nagoya-Protokolls zentral für das Entwicklungsministerium. Access and Benefit Sharing stellt sicher, dass Länder und Ökosysteme, die genetische Ressourcen bereitstellen, davon profitieren, wenn Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen für Forschung und Produktentwicklung zugänglich sind. Wir haben eine Vielzahl von Pflanzenarten, die sich für die Bioprospektion und den Biotrade-Sektor eignen. Dazu gehört auch der Marula-Baum. Ich selbst habe schon als Kind Marula gegessen und den Saft getrunken. Wir haben auch Rooibos, einen Tee, der gerade für den internationalen Markt wichtig ist. Es gibt nur wenige Menschen, die mehr über Rooibos wissen als Barend Solomur von der Wuppertal Original Rooibos Cooperative in der westlichen Kapregion Südafrikas. Dieses Gebiet ist voller wildem Rooibos. Die höchste Dichte von wildem Rooibos in Südafrika ist hier in Wuppertal. Rooibos ist, wer wir sind. Das ist, was wir sind. Es ist Teil unserer Kultur. Man kann nicht über Rooibos sprechen, ohne die Menschen mit einzubeziehen, die seit so vielen Generationen hier leben. Und deshalb war ich so aufgeregt, Teil von diesem Access und Benefit Sharing zu werden. Nachdem endlich anerkannt wurde, dass die hier lebenden Khoi und San die Hüter des traditionellen Wissens über Rooibos sind. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Man kann nicht zulassen, dass Unternehmen Gewinne erwirtschaften, ohne diese mit den Ländern zu teilen, die diesen Teil des Welterbes, die biologische Vielfalt, tatsächlich beherbergen. Das Wissen, das wir besitzen, wird jetzt von der Industrie anerkannt. Und ganz ehrlich, diese öffentliche Anerkennung bedeutet für uns, dass wir wieder etwas von unserer Würde zurückbekommen.